Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner heutigen Folge hier auf dem Marsch. Aktuell bin ich bei und ernte auf Feld Nummer 54 Raps. Im Verband mit drei Drescher. Mal schauen, wie es klappt. Anfangs gab es noch ein paar Probleme. Konnte ich mit Aktivieren und Deaktivieren von den Verbandfahrzeugen korrigieren. Jetzt wird gleich der nächste. Die Meldung kommt, ist voll. Und deswegen fahren wir jetzt mal nach hinten zurück und schauen mal, ob wir den nächsten. Der müsste aber eigentlich normalerweise auf der Spur bleiben. Das heißt, der könnte eigentlich in der Fahrt abgebunkert werden. Könnte, das mache ich auch. Der ist aktuell über 70% oder 96, 97. Ja, gleich voll. Klar, logisch, man müsste ja auch so voll sein wie der andere. Das ist ja der Tankvolumen ein bisschen kleiner. Aber die arbeiten auch gut, die Drescher, muss man so sagen. So. Dann bleib stehen und warte, das ist gut. Ich will es eigentlich so, das ist besser. Gerade oft in Feldern, vier Kurven. Wenn du parallel dabei fahren sollst, ist ein bisschen schwierig oft. Sehr oft sehr schwierig. So, der ist jetzt halt mal kurz Pause. Ich glaube, ich müsste noch ein Fahrzeug organisieren, dass ich da. Sonst kriege ich nicht alles mit. Also, das heißt, jetzt schon, aber irgendwann sind die voll und dann. Dann stehen die und warten, ne? Dann nochmal Traktor. Ah, da stehen da welche rum. Da kann ich ja organisieren. Ein oder zwei Stück. Vielleicht sogar drei. Und dann kann ich Pause machen. Ah, der ist auch gleich voll. 80%. Da fahren wir parallel. Wieso ist da so wenig drin? So, jetzt macht er ihn leer und jetzt kann ich mal kurz im Hof zurück. Und zwar, der Gruppe ist auch gleich fertig. Und zwar, da haben wir nur eins. Den stellen wir gleich ein. Und zwar, Drescher, Feldnummer 54. Und nach verkaufen tun nicht. Und zwar werden wir Standard Ablan Brauerei, nee. Ablan Malz, Mischfutter, Sand. Eigentlich Lager. Hochsilo, Entlade, Wasser. Hochsilo, Entladen. Also überall. Das ist aber typisch. Das mache ich öfter so, ne? Ich fahre jetzt aber nach vorne zur Straße und lasse abdüsen. Das klappt schon irgendwie. Hinter Punkt, ja. Und auf geht's. Das ist doch mehr wie ich dachte. Ich dachte, ich kriege nur einen Hänger voll oder zwei. Und das ist dann mindestens, naja, der LKW locker voll. Da ist kein Traktor mehr, ne? Nö. Dann nehmen wir den. Vielleicht den hier mit Anhänger. Hier ist Weizen drin, Junge. Wo kommt denn der her? Den muss ich noch reinkippen ins Lager.
Der Zeon ist fertig. Dann können wir gleich auf nächste Feld schicken. Das ist so eine Arbeit, das ist immer so ein bisschen hektisch. Da wollen wir ein bisschen Entlastung schaffen, abfahren mit der KI. Ne? So, und den machen wir auch so fertig. Und zwar Drescher geladen. Erstmal, ja, wir machen mal Abladen Standard, und zwar ganz unten. Dann machen wir geladen hoch, Feld Nummer 54. Geht in eine andere Richtung, da wird nichts. Dann wird er gleich links abbiegen wollen, und das ist dann viel Umwege, wird nichts. In der Theorie müssten eigentlich zwei reichen, aber in der Praxis glaube ich eher nicht. Mal schauen. Dann kann man auch den gelben nehmen, ne? Ich nehme den grünen. Ne, das ist weit weg, der grüne ist hier. Jedenfalls in der Ecke hier, ne? Entfernt. Und dann holen wir uns den roten Anhänger vom Hof. Und dann geht schon. Dann können drei fahren, das reicht. Die müssen für so eine Aktion immer Schnellfahrtoren unterwegs sein. Je weiter weg, umso besser ist, desto schneller Traktoren hast, ne? Da sind die langsam nicht so ideal, ne? Aber gut. Da habe ich keinen anderen gefunden, ne? Nach der Rapserde muss ich mal ein bisschen anfangen aufzuräumen und vor allen Dingen ja, umdisponieren. So, Fahrzeuge. Nehmen wir den roten, ne? Der grüne ist für Mist gewesen, also. Würde ich nicht nehmen wollen erstmal, ne? Obwohl das im Grunde hier egal ist. Also normalerweise waschen, dann geht's auch. Und wenn da nichts drin ist, dann ist er auch sauber, ne? So. Alt 0. So. Belan, Feld Nummer 54. Abladen. Standard. Den müssen wir hier auch rausfahren, sonst wird das nichts. Sonst Schwierigkeiten. Das müsste jetzt normalerweise reichen. Drei Fahrzeuge. Ich gehe mal gleich rüber zum LKW. So. Kommt der erste an, müsste eigentlich jetzt funktionieren. Und dann gehen wir rüber auf 1, unseren Obermeister. Und wir fahren jetzt auf Feld Nummer 15. Dann gucken wir da auch schon mal. Dann können wir nachher aller Ruhe mit der Aussaat beginnen. Mit, ja, wenn es soweit ist mit Raps, ne? So, da sind wir. Kursgenerierung 15. Und geht schon. Zurück einstellen. Jetzt kann er wieder arbeiten. Und ich bin froh, dass es läuft. So, hier
Nee, nee, nein, nein. Wie es aussieht, läuft das. Mal gucken, mal näher an, ne? Ansonsten fahren wir schon zum Hof, liefern das ab. Oder wir werden mal demnächst ein, zwei Ladungen holen. Aber nicht groß uns einmischen. Wenn jetzt die Raumfahrer das alleine unter sich ausmachen, ne? Wie gesagt, die ersten drei Runden haben die beiden in Vorgewende gefahren. Jetzt geht das entsprechend die Feld rein, ne? Können wir ein bisschen beobachten, wie das klappt. Oder auch nicht, ne? Kann man so und so und so sehen. Ja, der R fährt ran, das passt. Ja, das ist für drei Fahrzeuge nicht viel, das ist ja schnell erledigt, ne? Aber einer ist auf dem Feld. Einer fährt, glaube ich, noch. Ich glaube, mich ist alle. Beziehungsweise, ja. Kann auch sein, dass mich voll ist. Das ist unmöglich. Der nächste ist da, der Fendt. Der Deutz. Man den Deutz nicht beleidigen, ne? Obwohl ich sehe das ein bisschen lockerer. Also, wenn da nicht so der Typ der sagt, okay. Das muss ein Fan sein, das muss auch kein Fan, kann auch eine Energieattacke sein. Hauptsache, das fährt, ne? Ich glaube, hier im LS ist das völlig wurscht. Die werden mehr oder weniger die gleichen Eigenschaften haben, was kaputt angeht. Bei Mods ist es vielleicht ein bisschen anders. Das dürfte der zweite Outlay vor sein. Mal gucken, welcher Traktor annimmt. Ob dann darauf fährt oder der gerade am Acker beladen wurde. Mal schauen, ob der darauf reagiert. Na, ja, da macht er erst ihn voll, das passt. Dann wird gleich der erste wieder nicht so voll sein. Ne? Der ist. 7726. Der 9240 hat 21%. Das ist gut. Hauptsache der fährt. ja, das kann sein, dass es ungünstig ist, ne? Dass die jetzt praktisch, muss ich mal einstellen, hinterm Start. Falls derselbe Punkt zum Abfahren ist, also brauchst du, ich glaube nicht. Ich glaube, Holger hat damals zwei Punkte gemacht. Eins zum Raufen, eins zum Runterfahren. Aber die Fahrzeuge machen gerne, was sie wollen. Ne? So, das ist. So. Hinterm Zielpunkt. Das haben wir schon mal eingestellt. Der hat es garantiert nicht, aber da werden wir entsprechend nächsten Mal. Ah, siehst du, ob du wusst. Was ist das? Wir auf Ruf warten. Gut. Mal gucken, mal wie voll er schon ist. Müsste eigentlich fast voll sein. Aber Outlay funktioniert eigentlich ganz gut. Kann man nicht meckern. Crossplay, gut. Klappt eigentlich auch. Der ist voll. Mal sehen, ob er rausfindet. Also das ist die nächste kleine Frage. Der ist in der Startpunkt. Er hat sich ausgeschaltet, der Bursche. Das ist nicht so schön. Gut, da haben wir reagiert, ne? Jetzt kann er fahren. Die Tür zu, ne? Ja, dann nur eine halbe Bahn, das ist schlecht. Na gut, da kann der Vorsprung.
Ja, das ist gut, das fährt da hinten lang. Ja, dann kommt hier näher Dings rauf. Benötigt Kalk. Dann können wir gleich mal darum kümmern. Kalk. Da war doch was gewesen, ne? Und der hat keinen Traktor, na gut, okay. Das ist kein Problem. Dann könnten wir theoretisch gleich mal düngen. Kalk hinterher und dann nochmal düngen. Ja, das ist ja machbar. Bereiten wir jetzt vor. Dazu nehmen wir, ja, Milch ist wie gesagt keine mehr da. Beim nächsten Mal mal starten. Oder vom globalen Markt, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr. Das ist ja eh fast durch, ne? So, dann nehmen wir einen anderen Traktor für Kalk und dann können wir gleich voll machen. Ja, das ist nicht sauber geworden, Regen. So wird zu wenig regnen. Den stellen wir links rein. Das werden wir im Winter aller Ruhe waschen und reinigen. Das ist noch mehr Zeit. Jetzt haben wir dafür einfach keine Luft dafür, ne? Keine. Ja, das Zeitfenster ist ungünstig. Näher kommt näher der Hopfen. Stellen wir gleich daneben, wenn wir das, oder können wir egal machen, ist egal. Das müssen wir ja sowieso rausfahren, beides. Aber wie gesagt, wenn es weit ist, ne? Können wir gleich mal einen Kalksteuer holen, den Eisen. Da habe ich ja nur einen von, und die anderen könnte man auch nehmen dafür, also nicht. Aber so ist halt, für den Fall des Falles, brauche ich nicht gucken, was da drin ist, ne? Hätten wir schon, oh, Dünger drin ist schlecht. Muss man dann entsprechend erstmal umdisponieren, das soll ich nicht. Ne? Achso, bei N geht Tür auf. Gut. Sollte eigentlich nicht passieren, wenn jetzt der Anhänger aktiviert ist. Ne? Das ist typisch. Wieso kann er kein Ziel berechnen? Aber das sollte mal egal sein. Komm mal schön unter Tau. Und allen einen schönen Restsonntag. Ja, morgen geht's hier weiter. Thüringen, Montag. Ne? Tschüss, und ciao. Ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Und Like und Abonnieren. Ja, morgen geht's. Genau, hier weiter. Tschüss.